Und Herr Öbe, wenn Sie über die WHO schimpfen und sagen, die machen alles falsch, schauen Sie doch einfach mal in Wikipedia vielleicht mal nach, was das Mandat von der WHO ist. Und dann vielleicht verstehen Sie die Situation viel besser. Glauben machen wir sonntags. Wir müssen aber den warmen Worten auch Taten und vor allem eine konkrete Finanzierung folgen. Deutschland sollte die Beiträge zur WHO entscheidend erhöhen und endlich die empfohlenen 0,1% des Bruttonationaleinkommens für weltweite gesundheitspolitische Zusammenarbeit aufbringen. Wir schlagen hierzu in unserem Antrag die Umverteilung von Geldern aus dem Verteidigungshaushalt vor. Für Aufrüstung und Krieg werden dieses Jahr rund 45 Milliarden Euro ausgegeben. Für globale Gesundheit steht nur ein Bruchteil dessen zur Verfügung. Das ist ein Skandal. Das können Sie doch niemandem mehr erklären, dass für den Tod mehr Geld zur Verfügung steht als für Leben und Gesundheit. Wir sehen keine Bereitschaft der Bundesregierung, die WHO-Strukturen wirklich zu reformieren. Auch die sogenannte Opposition in diesem Haus, die Grünen, Linken und die FDP, machen mit. Was hat die Thematik reproduktiver und sexueller Gesundheit, wie im Antrag der Grünen, mit der aktuellen Krise zu tun? Sie alle sind weit entfernt von realen Problemen unserer Bürger. Wie konnte ein Ex-Kader einer kommunistischen Partei in Äthiopien zum Wächter über die Gesundheit von über 7 Milliarden Menschen aufsteigen? Unerhört. Eine wichtige Grundlage soll die Erkenntnis sein, dass Gesundheit im Wesentlichen von sozialen Faktoren bestimmt wird. Ich könnte mir das jetzt relativ einfach machen und sagen, der Antrag fordert zum Verfassungsbruch auf und darum ist er abzulehnen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, solange ich seit 2005 im Deutschen Bundestag bin, kann ich mich nicht zurückerinnern, dass sich der Deutsche oder eine Fraktion im Deutschen Bundestag erdreistet hat, die Deutsche Bundesbank zu irgendwas aufzufordern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie wirklich diesen Antrag ernst meinen und sich ernsthaft auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen, dann kann ich Ihnen nur raten, ziehen Sie das Ding zurück, damit wir gar nicht mehr darüber debattieren brauchen. Das muss man sich überlegen. Alle anderen kaufen weiter Anleihen auf. Nur die Deutsche Bundesbank kauft die sichersten Anleihen, die es auf dieser Welt gibt, nicht weiter auf. Was hätte das für Auswirkungen auf die Finanzpolitik, Zinshöhe? Was hätte das für Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik und so weiter und so fort? Und deswegen. Stopp mal. Ich lasse mir von Ihnen das Wort nicht im Munde umdrehen. Ich habe darauf hingewiesen, wenn Ihr Antrag zur Wirkung kommen würde, was Gott verhüten möge, was es dann für Auswirkungen auf die Zinshöhen hätte, wenn die Bundesbank nicht mehr deutsche Anleihen aufkauft. Das ist der Punkt, um es geht. Nicht darum, dass ich Zinshöhen bestimmen will. Das ist der absolute Blödsinn. Hören Sie auf, das ist Stil der AfD, ständig hier Leuten das Wort im Mund zu verdrehen. Das ist Ihnen auch nicht entgangen, denn Sie haben sich mit dem Vorgang ja beschäftigt. Das heißt, das, was Sie hier machen, ist, dass Sie wieder besseres Wissen versuchen, das Bundesverfassungsgericht zum Kronzeugen zu machen, einer Agenda, die in Wahrheit, wenn man Ihr Parteiprogramm liest, ja auf die Zerstörung unserer gemeinsamen Währung zielt. Und das von einer Fraktion, das von einer Partei, wo der Verfassungsschutz zu Recht und aus guten Gründen vor der Tür steht, versucht wird, die Hüter unserer Verfassung jetzt zu instrumentalisieren für eine ressentimentgetriebene Agenda, werden wir hier nicht zulassen und nicht akzeptieren. Wir stellen also fest, nochmal auch für Sie von der AfD-Fraktion, die Bundesbank ist unabhängig. Weisungen durch den Bundestag sind verfassungsrechtlich unzulässig. Der Antrag fordert etwas verfassungsrechtlich Unmögliches. Und nein, ich nehme die Anfrage nicht an, Herr Böhringer. Zweitens. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Böhringer? Nein. 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 Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Um 9.05 Uhr war hier ein Minister anwesend. Um 10.50 Uhr ist hier gar kein Minister auf der Regierungsbank anwesend. Und unabhängig davon, welche Fraktion hier Anträge stellt oder nicht, ist das dem Parlament gegenüber eine absolute Missachtung, dass das so läuft. Und wir haben das wiederholt. Wir haben das wiederholt im Ältestenrat problematisiert, dass klar ist, dass in der Kernzeitdebatten, die am Donnerstagvormittag und am Freitagvormittag laufen, wir die Erwartung haben, dass die Regierung nicht nur durch Staatssekretärinnen und Staatssekretäre bei aller Wertschätzung Ihnen gegenüber vertreten ist, sondern dass die Ministerinnen und Minister hier Präsenz zeigen. Und zum wiederholten Mal ist das nicht der Fall. Ich erwarte, dass jetzt ein Minister, eine Ministerin mindestens dieser Debatte folgt. Und wir müssen es wahrscheinlich jetzt nicht als große Wertschätzung ansehen, dass jetzt gerade einer reinkommt. Ich finde es unmöglich gegenüber dem Parlament. Frau Kollegin Hasselmann, Sie haben keinen Antrag gestellt, sondern eine Erwartung ausgedrückt. Und oh Wunder, Ihre Erwartung ist unmittelbar erfüllt worden. So, und da der Paragraph 130 AEUV erwähnt worden ist, hier noch mal kurz die Erläuterung, damit hier nicht weiter Fake News verbreitet werden. Also, der Artikel lautet: Bei der Wahrnehmung der Ihnen durch die Verträge und die Satzung des ESZB und der EZB übertragenen Befugnisse, Aufgaben und Pflichten darf weder die Europäische Zentralbank noch eine nationale Zentralbank noch ein Mitglied ihrer Beschlussorgane Weisungen von Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, Regierungen der Mitgliedstaaten oder anderen Stellen einholen oder entgegennehmen. So klar, so deutlich. Und jetzt hören Sie endlich auf mit den Fake News in diesem Hause, meine Damen und Herren. Frau Kollegin Paus, gestatten Sie einen Zwischen? Ich glaube, das haben wir es deutlich klargestellt. Die AfD-Landtagsfraktion in Bayern zerlegt sich gerade selbst. Die bayerische Fraktionsvorsitzende Ebner Steiner hatte keine Mehrheit gestern in ihrer Fraktion mehr. Bleibt, ja, Sie wollen es nicht hören, das ist mir schon klar, dass Sie der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen wollen, aber Sie müssen sich's anhören. Sie müssen sich's anhören. Obwohl sie keine Mehrheit hat, bleibt die Flügelfrau Ebner Steiner Fraktionsvorsitzende. Und was die AfD einfach nicht verstanden hat, ist, den Kneipen wird hier überhaupt nicht geholfen. Explizit sind diejenigen ausgenommen, die nur Getränke verkaufen. Kneipen, Bars und Clubs bekommen gar keine Entlastung, bestenfalls die großen Sterne-Restaurants. Was soll das denn? Und Frau Arndt-Brauer, Sie haben es ja selber angesprochen, Sie glauben doch selber nicht, dass Sie in einem Jahr das wieder zurücknehmen werden. Und Herr Günzel hat das ja eben schon angedeutet. Ich glaube das nicht, dass das passieren wird mitten im Bundestagswahlkampf. Da bin ich mal sehr gespannt. Diesen Weg werden wir nicht mitgehen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, vorneweg an den Kollegen von der AfD kurz einen Satz. Man hat ja das Gefühl gehabt, die AfD ist die letzte Bastion, die sich für die Interessen der Gastronomen in Deutschland einsetzt. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es viele verantwortungsbewusste Gastronomen, die ihrer Partei Veranstaltungen untersagen und Hausverbot erteilen und sie so tun, als seien sie die letzte Bastion. Ich glaube, die Gastronomen in Deutschland brauchen gerade vieles. Das Letzte, was sie brauchen, ist Support von der AfD, meine Damen und Herren. Ein Überbietungswettbewerb für Staatshilfen mit zweifelnden und zweifelhaften Lenkungswirkungen oder Schuldenübernahmen nach dem Motto, wer schüttet das größte Füllhorn aus, führt gewiss nicht zum Ziel, meine Damen und Herren. Er weckt falsche Erwartungen, die nur enttäuscht werden können. Die Grünen wollen gerade Staatshilfen mit Geschlechterquote. Also ich habe schon viel Unsinn gehört, aber das ist einfach der Gipfel der Unsinn. Staatshilfen mit Geschlechterquote. Und was jetzt an Anträgen hier vorliegt, hat einen großen, großen Fehler. Es sind letztlich beides Vorschläge, für einen großen Teil der Rentner und Rentner in Deutschland eine Einheitsrente zu schaffen, ohne Rücksichtnahme auf das, was man geleistet hat. Und ich muss Ihnen ganz klar sagen, das lehnen wir nicht nur ab, das halten wir für falsch, das halten wir für einen Anschlag auf die Grundfesten der deutschen Rentenversicherung. Applaus
Warum soll sich ein junger Mensch anstrengen in der Ausbildung? Warum soll sich anstrengen im Beruf, sich fortbilden, vielleicht den Meister machen oder die Technikerausbildung? Ja? Warum soll sich jemand anstrengen, wenn ihm gesagt wird, aber am Schluss, wenn du in Ruhestand gehst, ist alles Wurst, du wirst gleichgestellt mit anderen, die zum Teil gar nichts in das System eingezahlt haben. Das geht schlichtweg nicht. Bei dem Versuch meiner Friseurin, die Grundrente der Bundesregierung zu erklären, bin ich dann leider gescheitert, was nicht an den intellektuellen Fähigkeiten meiner Friseurin liegt. Wer gestern im Ausschuss für Arbeit und Soziales die parlamentarische Staatssekretärin Annette Kramme erlebt hat, wie sie mehrere Minuten in einem hochverdichteten juristischen Text brauchte, um Funktionsweise und Anspruchsvoraussetzungen der Grundrente zu erklären, kann sich leicht vorstellen, dass dieses Vorhaben auch scheitern musste. Es führte auch zu einer derartigen Einbuße an Konzentration bei meiner Friseurin, dass ich um meinen im Entstehen begriffenen Haarschnitt fürchten musste und dann abgebrochen habe. Vielen Dank. Lieber Herr Kurz, vielleicht sollten Sie öfter mal zum Friseur gehen, bevor Sie hier im Bundestag reden. Das scheint Ihre Rhetorik sehr zu beflügeln. Ihre sozialistischen Mindestrentenkonzepte, das ist ungefähr so, wie wenn ich versuche, meinen Durst mit Cola zu stillen. Ja, das schmeckt erst mal lecker, aber die gesundheitlichen negativen Konsequenzen stellen sich schon eine Stunde später ein. Was wollen Sie? Die Grünen. Sie wollen eine durchschnittliche Rentenauszahlung ab einer gewissen Beitragsjahrenanzahl, die höher ist als die durchschnittlichen Renten, die im Moment bezahlt werden. Und die Linken, die sind ganz heiß drauf. Herr Bergwald, Sie sind ganz heiß drauf. Sie wollen eine sozialistische Mindestrente haben für alle ab 65, die in Deutschland sind, von 1050 Euro. Bürger aller Länder, begebt euch nach Deutschland und genießt die sozialistische Mindestrente, bezahlt vom deutschen Steuerzahler. Ich muss Ihnen sagen, da sind wirklich 28 Stück Würfelzucker drin auf dem Liter. Die Mindestrente hingegen nivelliert Leistung und Nichtleistung. Und auch der Antrag der Grünen ist weniger zielführend als die Grundrente. Herr Kurt, bei meinem nächsten Friseurbesuch werde ich ihr das mal erklären. Meiner Friseurin. Wir haben unterschiedliche Friseuren. Er hebelt. Man sieht es. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben einen neuen Kollegen im Deutschen Bundestag, und zwar für den Stefan Ruppert ist nachgerückt der Kollege Matthias Nölke. Er hat heute seine erste Rede. Zu diesem Zweck sind ganz viele Abgeordnete der FDP ins Plenum gekommen. Einige sitzen auf den Plätzen der CDU-CSU, und Otto Fricke hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich nicht um ein politisches Statement handelt, sondern ausschließlich dem Abstandsgebot geschuldet ist. Was bleibt hängen von dieser Debatte? Einmal, dass die FDP näher an die CDU rückt. Herr Kurt redet vom Friseur. Bei der AfD werden an die Kinder die Axt angelegt. Und die Linke als Nachfolger der SED setzt jetzt auf Menschenwürde, vergisst aber die Straftaten in Hohenschönhausen, Bautzen und sonstigen Stasi-Knast. Da bitte ich einfach um mehr Demut. Herr Kollege Staubing, wenn Sie in die Antwort gleich den Schlusssatz integrieren. Ja, das schaffe ich schon einigermaßen, Herr Präsident. Also das Basismodell der FDP war da bezeichnend jetzt dafür, dass der Johannes Vogel wiederum nicht versucht hat zu erklären. Also, aber es geht ja jetzt erst, wir müssen ja noch beraten, wir sind ja mit in der Beratung, und davon werden wir dann Entscheidungen im Bundestag auch mit abhängig machen. Ich werde es aber garantiert nicht so machen, wie es der Kollege Kurt getan hat, versuchen, das dann alles so zu erklären, der Friseurin, da würde ich mit etwas anders unterhalten, aber der Herr Kollege Kurt wäre besser gewesen, er hätte sich eine Dauerwelle machen lassen, das wollte ich noch also zum Schluss sammeln, weil da hätte die Zeit länger gedauert dann nachher. Also da wäre es dann möglich gewesen, Herr Kollege Kurt. Also es ist schon irre, wenn jemand Ihrer Fraktion, Herr Böhringer, wenn Sie von dem Verlassen der freiheitlichen Grundordnung sprechen und von dem demokratischen Rechtsstaat, das ist schon abenteuerlich bei Ihren Einlassungen hier. Also ja, ich gucke gerne in den Spiegel, ich kann das auch noch. Ob Ihr Spiegel nicht blind wird, da würde ich mal doch von zweifeln. Und künftig wird es darum gehen, die Wirtschaft Europas wiederzubeleben.
Dafür brauchen wir eine sozial-ökologische Transformation. Und zwar sind hier die Mitgliedstaaten gefragt. Und ich sage es Ihnen dann auch mit aller Deutlichkeit. Ich sage es Ihnen mit aller Deutlichkeit. Sie können ja mal zuhören, vielleicht dann verstehen Sie ja was davon. Das ist ja interessant. Aber ich sage es Ihnen mit aller Deutlichkeit. Und Herr Lambsdorff, es hat mich jetzt gerade sehr gewundert, dass Sie die geizigen vier dafür gelobt haben, dass Sie keine Zahl genannt haben. Ich meine, wir stellen jetzt einen 7-jährigen Haushalt auf, sollen einen Wiederaufbaufonds beschließen ohne eine Zahl, ohne eine Größenordnung. Also Herr Lambsdorff, das ist doch lächerlich. Die geizigen vier haben sich einfach nur davor gedrückt, eine inhaltliche Aussage zu machen. Und das loben Sie, das wundert mich. Und vor allen Dingen wundert es mich, weil die Liberalen im Europäischen Parlament ja zu den 2 Billionen zugestimmt haben. Also die 750 Milliarden sind eindeutig darunter. Und ich glaube, das widerlegt die Mehr vom reichen Deutschland und führt ihre großzügige Europa-Rettungspolitik ad absurdum. Meine Damen und Herren, diese EU, das stelle ich für heute fest, ist ein Waterloo und Versailles für Deutschland in einem. Ich frage mich auch, wie Sie eigentlich einem deutschen Arbeitnehmer noch dazu verhelfen wollen, bei diesen erschreckenden Zahlen zu Vermögen zu helfen, meine Damen und Herren. Wie sagte ich einst, erst Flüchtlinge, dann Facharbeiter, erst Südländer, dann Deutschland, Germany first, Fehlanzeige, meine Damen und Herren. Nach dieser Rede, die auch ein Faschist im Dritten Reich hätte halten können, nämlich wenn man von dem Versailler Vertrag als Dolchstoß redet und das mit der EU vergleicht, ist das im Jargon nicht besser. Ist das im Jargon nicht besser? Und es wird auch durch Ihr Gebrülle nicht besser. Also, Herr Kollege Petri, Ihre Eingangsbemerkung sollten wir wirklich überlegen, ob wir so Reden hier im Deutschen Bundestag beginnen wollen. Der Kollege Gottschalk fühlt sich von dieser Eingangsbemerkung, die Sie gemacht haben, beleidigt und möchte eine persönliche Erklärung nach § 30 unserer Geschäftsordnung abgeben. Herr Kollege Gottschalk, ich weise darauf hin, dass es ohne Möglichkeit der Erwiderung ist. Herr Kollege Gottschalk. Vielen Dank, Herr Präsident. Es ist ungeheuerlich und zeigt eigentlich den wirklich geistig-moralischen Verfall Ihrer Partei, wenn Sie auf Fakten, und Sie werden nicht ein Faktum, das ich hier eben in meiner Rede genannt habe, widerlegen können. Ich könnte noch die Eigentumsquote und Wohneigentum anfügen. Ich habe hier die OECD-Studie zitiert. Und Sie haben, glaube ich, eben hier über die Grundrente debattiert. Da ging es um Kleckerbeträge und jetzt kübeln Sie, und zwar wesentlich für andere. Wenn Sie also Fakten, die ich eben genannt habe, tatsächlich mit Faschismus gleichsetzen, meine Damen und Herren, dann möchte ich Ihnen den Spiegel vorhalten. Und ich bin wirklich entsetzt. Ich verwahre mich aufs Ärgste gegen solche ungeheuerlichen Behauptungen. Die sind ja auch nicht durch die Redefreiheit abgedeckt. Aber es steht Ihnen gleich, und so erlebe ich das auch tatsächlich im Diskurs und im Wahlkampf, dass Sie Fakten versuchen, mit Faschismus gleichzusetzen und damit versuchen, irgendwo die Lufthoheit zu erobern und zu halten. Das wird Ihnen aber nicht gelingen, denn die Wahrheit dieser Zahlen, die wird Ihnen auf die Füße fallen. Und nochmals, ich finde es schäbig. Und ich glaube, Helmut Schmidt wird sich im Grabe umdrehen, wenn er Sie hier hätte heute reden hören. Aber der Disput oder der Dialog gerade vorhin mit Herrn Petri und Herrn Gottschalk lässt mich dann doch ein bisschen davon abweichen. Sie haben hier gesprochen von der Verantwortung für zukünftige Generationen. Und genau darum geht es. Dieses Friedenswerk der Europäischen Union, da mögen Sie die Augen rollen, Sie mögen nicht dran glauben, aber dieses Friedenswerk der europäischen dieses europäischen Kontinents für die zukünftigen Generationen zu bewahren. Und wenn Sie hier von Versailles und von Waterloo reden und dann gegenüber dem Kollegen Petri von geistig-moralischer Werten reden, dann kann ich nur sagen, das beginnt damit, wenn man sich genau anschaut, mit wem man sich umgibt. Da beginnt es, meine Damen und Herren. Herr Kollege Turmeck, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.